Freunde, hier das Kniebeugetraining von heute. Ich war am Sonntag beim Training und es ging bis 81% hoch mit 4x3. Ich habe dann im Anschluss noch die Viertelbeuge durchgeführt und hier Vorbereitung für die 81%. Ich habe zuerst mir die Beine, die Knie mit Kreide eingerieben, damit die Bandage besser haftet auf den Oberschenkeln und sich nicht beim Beugen verrutscht. Und dann habe ich die Mehrfachkreuzwicklung durchgeführt. Wie es genau heißt, die Bandagierung, weiß ich jetzt nicht. Es sind aber mehrere Kreuze. Und warum das Kreuz immer vorne sein sollte, über der Kniescheibe bis hoch zum Oberschenkel, zeige ich dann auch noch mal gleich. Jedenfalls wird es sehr straff gebunden und die letzte Wicklung kommt dann in die Bandage hineingestoppt. So, ist ganz einfach zu erklären, wenn man das Bein von hinten sieht, in der Kniekehle ist dann dieser Nerv und wenn der Nerv durch diesen Bandagenknoten abgedrückt wird, dann fangen die Beine an zu summen, weil der Nerv einen Fehlimpuls bekommt und das heißt auf gut Deutsch, die Beine schlafen ein. Auch wenn der Knoten auf der Seite sein sollte, da verlaufen ja auch die Nerven und da fangen die Beine ebenfalls an zu singen. So, 81%, drei Stück. Der erste Satz hier, habe ich dann schon gemerkt, Schwierigkeiten beim Rausheben, weil die Hantel sich sehr gebogen hatte. Und auch mit der Beuge war ich so nicht zufrieden. Die Tiefe hat gefehlt in allen Durchgängen. Aber ich kam da auch nicht tiefer. Entweder ist es an der Belastung oder die Bandagen waren zu straff gewickelt. Ich weiß es nicht. Auch beim Reinheben hatte ich Schwierigkeiten gehabt. Ich habe dann diese Fußbodenmatten, die sehr stabil und hart sind, doppelt gelegt. Und da stand ich schon 3-4 cm höher und die Hantel etwas dementsprechend tiefer. Und da gab es auch keine Probleme mehr aus der Aufhängung herauszukommen, wie man hier sieht. Kurze Konzentration, Luft geholt, aus der Hüfte rausgehoben und da ging es problemlos mit ein paar kleinen Schritten nach hinten, stabilisiert und es ging wieder in die Beuge rein. Zwei Sportfreunde standen dann neben mir und haben Hilfestellung gegeben. Die war allerdings nicht nötig, aber zur Sicherheit sollte immer jemand dabei stehen. Auch hier im vierten Durchgang problemlos herausgekommen, war nochmal voll konzentriert, hochmotiviert, aber auch hier in der Beuge hat die Tiefe gefehlt. Ich denke mal, das wird dann mit dem nächsten Training besser werden. Und hier habe ich gewusst, der dritte kommt nochmal, kurz Luft geholt und alles in die Beine reingesetzt. Nach 10 Minuten Pause habe ich dann die Viertelbeuge austrainiert. Das heißt, ich habe mir 95% auf die Hantel gepackt, keine Bandagen drum, den Gürtel straff und die Träger vom Powerzug runter und dann nur zwei Wiederholungen. Auch hier nochmal in der Nahaufnahme, der dritte Durchgang. Das sind vielleicht 10-15 cm, die ich hoch bewege. Ist aber sehr Kräfte auszehrend und bringt aber nochmal den letzten Schliff. Ich habe dann im Anschluss mich ausgehängt und da konnte ich am besten entspannen, was ja sehr gut ist für den Rücken. Der hat ja enorme Arbeit geleistet bei der Kniebeuge und bei der Powerbeuge und da muss halt auch nochmal die Entspannung mit dazukommen. Hatte das gerade nochmal ein Sportfreund erklärt, warum ich das mal mache. Und zum Schluss kam Rudern und Sitzen mit 4x5 bis 6. Damit war dann mein Training heute beendet. Wir sehen uns dann am Dienstag zum Bankdrücken.